Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16 Teil 5.5 Tipps und Tricks Gespräch auf eine andere Nebenstelle verbinden. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus der Rubrik Tipps und Tricks. Ich werde immer wieder gefragt, wie man eigentlich mit der FreePBX ein Gespräch auf eine andere Nebenstelle verbindet. Denn das ist nirgendwo so genau erläutert und die meisten wissen das deshalb nicht. Und ich habe mich entschlossen, auch dazu jetzt hier mal ein Video zu machen, um das mal zu erklären. Es gibt beim Verbinden mit der FreePBX zwei Arten von Weiterleitung von Gesprächen. Und zwar einmal den sogenannten Blind Transfer und einmal den Attended Transfer. Der Attended Transfer funktioniert so, dass wenn man ein Gespräch annimmt und der Anrufer verbunden werden soll auf eine andere Nebenstelle, dass man den in eine Warteschleife stellt, die Nebenstelle anruft, fragt, ob die Nebenstelle bereit ist, das Gespräch zu übernehmen und wenn ja, das Gespräch dann entsprechend übergibt. Und der Blind Transfer, der funktioniert ohne Rückfrage mit der Nebenstelle, das heißt also, man nimmt den Anruf entgegen und gibt ihn gleich ohne Rückfrage weiter an die andere Nebenstelle. Wie man das macht, das will ich in diesem Video erläutern. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Was wird benötigt? Um diesen Teil umzusetzen, wird eine FreePBX konfiguriert nach Teil 1 bis 3 benötigt und man braucht natürlich mindestens zwei an der FreePBX registrierte Nebenstellen, um das Ganze auch einmal zu testen. So, zuerst schauen wir uns an, wie das mit dem Yealink-Telefon funktioniert. Da kommt also gleich ein Anruf rein und den möchte ich auf meine Nebenstelle 83 auf das Phoner Lite verbinden. So, Anruf geht ein, ich antworte und ich telefoniere jetzt gerade hier mit meinem Handy und ich möchte das Handy, das Gespräch vom Handy jetzt verbinden auf mein Phoner Lite. Und dazu drücke ich hier einmal transferieren, wähle hier meine Nebenstelle 83 und warte, bis sie sich meldet. So, die Nebenstelle meldet sich. Sie sehen das hier im Phoner Lite. Da rufe ich an und ich nehme den Anruf an. So, nun kann ich hier sprechen, kann fragen, ob der Anruf angenommen werden soll. Sie sehen hier im Moment, rufe ich an von meiner Nebenstelle. Und jetzt übergebe ich den Ruf, indem ich noch einmal auf Transferieren drücke. Jetzt habe ich den Anruf übergeben. Und jetzt sieht man hier oben zwar noch, dass ich ehemals von meiner Nebenstelle angerufen habe, sieht aber hier im Logbuch, dass es eigentlich jetzt das Gespräch von meinem Handy ist, was hier übertragen wurde, verbunden wurde auf das Phoner Lite. So, nächstes Beispiel, der Unattended Transfer, das heißt also der sogenannte Blind Transfer. Das funktioniert im Prinzip genauso, ein kleines bisschen anders. Wir schauen uns das an. Es geht also gleich wieder ein Ruf ein. So, Ruf geht ein. Ich nehme den Ruf an. Und jetzt habe ich den Ruf angenommen. Jetzt möchte ich den Ruf ohne Rücksprache mit dem anderen Teilnehmer einfach verbinden. Dazu drücke ich jetzt einfach Transferieren, wähle die Nebenstelle 83 und warte nicht, bis die klingelt, sondern drücke gleich wieder transferieren und jetzt wird der Ruf gleich verbunden und jetzt sieht man auch, jetzt bin nicht ich der Anrufer hier oben, sondern jetzt ist es gleich das Handy, weil ich habe ja gar nicht erst mit dem anderen Teilnehmer gesprochen. Jetzt sieht man es gleich hier oben. So, das Gleiche schauen wir uns mal an auf der Seite vom Phoner Lite. Das heißt also, ich rufe jetzt mal auf dem Phoner Lite an. So, Ruf geht ein. Ich nehme den Ruf an und jetzt spreche ich mit dem Anrufer, also mit meinem Handy und ich möchte jetzt verbinden auf die andere Nebenstelle, auf das Yealink mit der Nebenstelle Nummer 90. Dann mache ich das hier genauso. Ich gehe hier auf Halten und wähle jetzt hier die 90
So, mein Jährling nimmt den Ruf an. Ich spreche jetzt mit dem Jährling. Und für den Fall, dass der Ruf übernommen werden soll, dann kann ich das hier per Drag and Drop machen. Ja, ich ziehe das einfach hier rüber. Und jetzt habe ich hier den Ruf direkt auf meinem Jährling. Man sieht hier noch, das Phone Light wird angezeigt. Und ich spreche aber eigentlich mit meinem Handy. So, jetzt nochmal mit dem Phone Light ein Beispiel für den Blind Transfer. Da rufen wir also wieder das Phone Light vom Handy aus an. Ich nehme den Ruf erstmal an. 1, 1. So, gehe hier auf Halten, trage hier die 90 ein und ziehe jetzt dieses Gespräch direkt hier oben auf die 90 drauf. Und jetzt wird der Ruf auch sofort und automatisch verbunden. Und man sieht auch jetzt hier beim Blind Transfer wird auf dem Jährling auch gleich die Nummer des Handys angezeigt. 1, 2, 3, ja, und der Ruf, der steht auch. Übrigens funktioniert das nicht nur beim Verbinden auf internen Nebenstellen von der FreePBX, sondern Sie können Gespräche auf diese Art und Weise auf jede beliebige Telefonnummer verbinden. Also zum Beispiel auf irgendein Mobilgerät, auf andere externe öffentliche Telefonnummern. Und das wird auch funktionieren. Dabei beachten muss man bloß, man belegt dann bei einer solchen Verbindung zwei Sprachkanäle. Den einen für das eingehende Gespräch und wenn Sie das dann verbinden auf eine externe Telefonnummer, dann auch nochmal einen Kanal für das ausgehende Gespräch. Nun hat ja nicht jeder von Ihnen ein Jährling-Telefon oder auch ein Phone Light im Einsatz als Softphone, aber ganz sicher wird Ihnen dieses Video trotzdem helfen, hier die richtige Bedienung auch bei Ihren Geräten zu finden, denn die Bedienung ist ähnlich, die ist überall ähnlich, die ist bei den Softphones ähnlich und die ist auch bei den Hardphones entsprechend ähnlich, so dass, wenn Sie dieses Video gesehen haben, dann auch wissen, wo Sie und wonach Sie suchen müssen in dem von Ihnen verwendeten Gerät. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bitte wie immer einen Daumen hoch. Unten rechts finden Sie einen Link zum Abonnieren meines Kanals und unten links einen Link zu allen weiteren Videos über die FreePBX. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.